So, hallo, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Genau. Jetzt geht eiskalt weiter gemeuchelmördert und geschlichen und sonst was. Genau, und ich bin jetzt immer noch dabei. Ach du Scheiße. Genau, und ich bin jetzt immer noch dabei, mich in das Golden Cat Bordell zu schleichen. Oh. Nachdem ich von Slapjaw die Info bekommen habe. Oh ey, nein, ich sterbe schon wieder. Wie ich doch besser reinkomme. Ich wollte dich gerade nicht bei deinem Zack, Kopf ich sterbe Spruch unterbrechen. Ah ja. Das war ja wieder total Reinfall. Warum bist du schon wieder gestorben? Nein, aber fast. Okay. Und ich war nicht unauffällig, sondern ich schon wieder wilde Schießerei gehabt. Ja, ist doch schon normal. So. Eine Rune! Matze, mach mal was an bei den Soundeinstellungen. Das habe ich auch hart gemacht. Und zwar Gesamtlautstärke 100, Musik- und Effektlautstärke dann auf 50 und Sprachlautstärke dann auf 100 lassen. Aha. Ja. Was? Ja. Gesamtlautstärke auf was? 100? 100. So, was haben wir denn da hin? Captain Share Hotel. Genau, da muss ich jetzt hin zum Captain Share Hotel. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz raus. Aber ich habe es geschafft. Ja. Okay, dann versuche ich jetzt nur unauffällig zum Captain Share Hotel zu kommen. Nachdem ich ja vorhin schon so großartig war. Ich werde eigentlich knabbern. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich mein Scheiß Ratten habe? Gute Preise, versprochen. Mist von Viecher, ey. Okay, hier ist nichts mehr. Ich habe mich jetzt ganze 3. Ja, Matze, 3 Betäubungsbürzen gekauft. Ich bin very begeistert. Ja, kannst du mal sehen, wie hardcore ich bin. Ja, Mann. Mit meinen 3 Betäubungsfeilen. Du bist der hardcoreste Typ, den ich kenne. Tja, Visuraten. Okay, das Ding ist immer noch kaputt. So. Oh mein Gott, wo bin ich hier bloß gelandet schon mal da? Die Tür da unten war ich hier schon mal? Wenn ich das mal wüsste. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Nein, das sind schon wieder Ratten. Lass also mal die Ratten mal Ratten sein. Aber ja, du hast die Ratten gedüsst. Wow, und die greifen mich dafür an. Ah, Hilfe, ich habe nur Ratten angegriffen. Ich hau jetzt auch ab aus dem Haus hier. Das ist mir zu blöd. Zu viele Ratten und zu wenig zu finden. Ich weiß, zu wenig Nützliches. No, ich bin eine Intelligenzbestie. Und das wage ich zu bezweifeln. Ja, nee, wenn du wüsstest, warum, dann wirst du es genauso empfinden. Warum? Weil ich wieder so intelligent war und Scheiße gebaut habe. Also, lass mal das mal die ganze Zeit. Aua. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wo ist unser Pfeil da? Oh, Schwirren zur Destillerie. Oh. Zurück,
Oh, ich wurde erschossen. Okay, das hat nichts zu schweigen. Gut. Habe ich wenigstens die Möglichkeit, mal ungesehen dort hineinzukommen. Ja, dann stirbt es halt immer mal. Aber da fällt mir gerade ein, da hinten war ja noch. Fällt mir gerade ein, dann noch ein Knochenartefakt oder sowas. Oder eine Rune oder irgendwas in der Richtung. Ein Pokémon. Ja, irgendwo. Erstmal noch ein bisschen Geld, das ist schön. Oh, ein Kabelwerkzeug, das ist immer gut. Yep. Sonst noch was hier? Wurst zum Essen. Oh, und ein Haufen Leichen. Na gut. Oh, noch ein Kabelwerkzeug. Oh Mann. Ja, warum er war. Gucken wir mal, was das Artefakt macht. Zähe Haut. Eine maximale Gesundheit wird leicht erhöht. Ja, das ist schon mal ja nicht so schlecht. Ich hab die Lumpentante da gefunden. Lumpengräfin? Ja, genau. Hast du ihn gesehen? Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen? Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja. So, Fähigkeit hole ich mir jetzt Beherrschung. So, gesunder Appetit. Die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Beherrschung scheint gar nicht so schlecht zu sein, weil in der zweiten Stufe kannst du dann sogar Menschen kontrollieren. Ja. Was natürlich ein bisschen was Tolles ist, ja. Auf jeden Fall. Oh, hier geht's aber tief runter. Eine Reißschüsse, die Goldkette niedet. Ach, Mann. Lumpengräfin. Hör auf, meinen Kraken zu richten, Mann. Was hast du mit der Lumpengräfin die ganze Zeit zu schaffen? Ich bin hier gerade bei der. Achso. Ich hab die gerade per Zufall gefunden. Ich bin gerade wieder in der Destillerie. Ne, da war ich gerade. Also von da kam ich eben. Weil ich ja die Mission gerade endet habe, muss ich mich ja da wieder zurückmelden. Chef. Ich habe Futter für euch. Wo ist denn? Toll. Ich weiß zwar nicht, ob es dir was bringt, aber man kann Kerzen ausblasen. Ja, das habe ich vorhin schon mit Salvatore Gigante festgestellt. So, ich habe jetzt bestimmt gleich Cutscene, also. Oder auch nicht, wo ist er denn? Ja. Aber nichtsdestotrotz kommt jetzt bestimmt gleich eine Cutscene, also. Naja. Schweige, Minute hoffentlich nur. Hä? Bist du jetzt an dem vorbeigerannt oder was? Slackjack? Ja. Der steht oben. Jigsaw, außerdem heißt der Slackjaw oder so. Nicht. Ja, ich hab ihn schon gefunden, also gut jetzt. Zack, komm her. Fick mich nicht ab. Ey, diese Weine. Fresse. Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Schau. Thank you.
Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk sieht aus. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Nein, ich brauche einen Jungen. Ah, cool, brauche ich die komischen Brüder nicht mal selber töten. Doch. Das ist auch nicht schlecht. Danke, ja. Sir. Vielen Dank. Er hat Lust, Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ja, ja. Ich habe nichts. Alles gut, ist weniger Arbeit. Nehmen Sie dies. Ja. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet. Vor der Seuche. So, und wir laufen. Noch immer dort. Das war Donnels des Müllers Lust. Sowieso. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Ich habe es eben übrigens geschafft, einen Überwachungsroboter oder was? So auf meine Seite zu manipulieren. Mit dem Kabelwerkzeug, ja. Ja, genau, hat er eben erstmal die ganzen Wachen abgeknallt. Ja, das Kabelwerk ist cool. Auf jeden Fall. Echt überaus praktisch. Ja, das ich stimmt. Hab hier ich weiß bloß nicht, wie lange die Manipulation bleibt. Bürger von Dunwall. Der Lord Regent hat eine strikte Wahlölrationierung in das ändert sich, glaube ich, nicht. Also das bleibt die ganze Zeit so, glaube ich. Ja, natürlich cool, ja. Ja. So. Jetzt fange ich mal wieder an zu schleichen, weil ich ja nie was hier Ich habe mir mal schnell 4 überteuerte Betäubungsbolzen geholt. Ja, 100 kosten die, glaube ich, ne? Pro Bolzen. Ja, Alter, bei dem Piero oder wie der heißt, da kostet die gerade 30 oder waren es 20? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist Wahnsinn, ey. Blutlosen Herz. Ach, Blutochsenherz. Der maximale Mana wurde leicht erhöht. Das nehme ich doch gerne rein. Was nehme ich dafür raus? Rattenjäger. Bäm. Ich freue mich darauf, die Achse. Oh, hab in die Wohnung des Kunsthändlers. Ach gut. Sind natürlich gleich wieder Gegner. Aha. Ah, geht weg. Lass mich in Ruhe, So. Ja, ja, Ratten sind echt nervig. Ja, auf jeden Fall. Aha. So, ich hab's denn jetzt zur Golden Cat geschafft. Top. Ja. Ich bin gerade im Kunsthändlerhaus und suche die Kombination für den Safe. Okay. Ach, da hinten ist der Kunsthändler. Ich spiele auf deine Art verschiedene Optionen. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie du das löst und wie ich es lösen werde. Was denn überhaupt? Das Golden Cat Brother. Achso. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich mache jetzt hier gerade den Kunsthändler, dann muss ich nochmal zu Slackjaw. Beziehungsweise, man könnte ja auch Jigsaw sagen. Ja. Also, sind Ratten drin? Ja, da sind Ratten drin. Oh Gott. Was sagt er denn schon unserer Zeit? Na, ich habe den Timer ein bisschen zu spät gestartet, weshalb wir auch gleich am Ende sind. Gehe ich jedenfalls von aus, ungefähr. Ja, okay, dann mache ich jetzt hier, wo ich jetzt stehe, warte. Stehe ich gut. Ich stelle mich auch noch ein bisschen hin, so, okay. So, die nächste Aktion wird dann sein, ihn zu betäuben. So, genau. Da würde ich sagen, bleibt dran, verfolgt unsere Story weiter. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, und immer schön schreiben, was man besser machen könnte, nicht vergessen. Genau, positiv. Und natürlich, liken, abonnieren, teilen, wie auch immer. Oder warte, wie LeFloid jetzt sagen würde mit seinem neuen Motto, to this girl. Genau. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und tschüss. Tschö.